Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir, diesmal zu einem Q&A. Es wird sowohl buchige Fragen geben als auch ein paar persönliche Fragen. Es wird ein bunter Mix aus allem. Ich hoffe, es gefällt dir und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Die erste Frage, die ich ganz oft gestellt bekommen habe, ist, welches bisher mein absolutes Highlight-Buch 2023 war. Ich werde dazu auf jeden Fall auch noch ein Video machen. Das mache ich jedes Jahr, wenn die erste Hälfte quasi vorbei ist, so ein Top- und Flop-Video zu machen. Und ich zeige dir aber gerne schon mal mein Highlight oder eins meiner Highlights. Und das überrascht wahrscheinlich viele nicht, die selbst die Sieben-Schwestern-Reihe lesen, denn das ist der achte und letzte Teil der Sieben-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Atlas, die Geschichte von Parsolt. Und der Sohn von Lucinda Riley hat dieses Buch zu Ende geschrieben, denn die Autorin ist ja leider vor 2 Jahren verstorben. Und auf dieses Buch habe ich so lange schon hingefiebert. Schon als der sechste Teil rauskam und dann der siebte Teil rauskam, wollte man einfach wissen, wie geht die Geschichte zu Ende? Es gab so viele offene Fragen und all diese Fragen werden in diesem Buch beantwortet. Und ich habe es so genossen, das zu lesen. Ich habe so viel mehr noch über die anderen Charaktere, die vorkommen, gelernt. Ich weiß, das ist für diejenigen, die mit der Reihe nichts am Hut haben, immer ein bisschen lame, wenn jetzt jemand hier über einen achten Teil einer Reihe irgendwie schwadroniert. Aber das ist für mich wirklich ein absolutes Highlight gewesen. Ich habe aber natürlich, wie ich ja eben schon gesagt habe, schon meine Tops und Flops für 2023 rausgesucht und werde dir dieses Video auch drehen. Es sollte also ja in den nächsten 1, 2 Wochen dann auch kommen. Und dann bin ich natürlich auch drauf gespannt, was dein Highlight 2023 bisher war. Vielleicht hast du ja jetzt schon mal Lust, in die Kommentare zu schreiben, was dein Highlight war. Würde mich auf jeden Fall interessieren. In meinem letzten Live-Update-Video habe ich davon erzählt, dass mein Freund und ich ab Oktober unsere Weltreise nachholen. Und dazu möchte ich gerne noch was sagen, weil ich mich in dem Video wohl sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen ungünstig ausgedrückt habe, weil ganz viele dachten, dass ich auf jeden Fall in diesem halben Jahr, was wir weg sein werden, keine Videos hochladen werde. Aber ich werde natürlich trotzdem zusehen, Videos hochzuladen, auch über das, was ich gelesen habe. Und schau, wie ich dich da auch mitnehmen kann, ne? Ohne mir da jetzt irgendwie Stress zu machen oder so. Aber wenn ich was von den Ländern, die wir bereisen, filmen kann, dazu vielleicht noch so ein bisschen Lese-Update-mäßig was machen kann, dann mache ich das gerne. Ich muss halt immer nur schauen, wie es so mit der Internetverbindung ist, weil so eine Videodatei, die ich mit dieser Kamera, mit der ich gerade drehe, aufnehme, ist sehr groß. Man braucht also sehr viel Volumen, um das hochzuladen. Aber ich werde Mittel und Wege finden, um trotzdem auf diesem Kanal präsent zu bleiben. Da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Und vielen Dank an die ganzen lieben Worte, die unter dem Video waren. Also ich war wirklich, oh, schon wieder selig bei den ganzen Kommentaren. Und ich hatte ja auch gesagt, wenn dazu noch Fragen bestehen oder Interesse da ist, gerne drunter schreiben. Und eine Frage, die verständlicherweise sehr oft kam, war, wie denn die Route aussieht. Weil mein Freund und ich eigentlich 2020 schon mal aufgebrochen sind, dann kam Corona und wir mussten alles abbrechen. Und damals hatte ich die Route auch schon geteilt und da kam eben die Frage auf, ob es dieselbe Route ist. Und es ist nicht dieselbe Route, denn wir starten im Oktober und das letzte Mal sind wir im März gestartet. Und man muss natürlich immer ein bisschen schauen, wo ist gerade Sommer, wo ist gerade Regenzeit, wo ist gerade die beste Reisezeit, nicht Regenzeit. Und wir machen es so, dass wir diesmal in Südamerika starten, um genau zu sein in Peru. Dann geht es nach Chile und es geht für ein paar Tage zumindest auch nach Bolivien, weil wir da in die Salzwüste fahren möchten. Ich möchte das unbedingt mal gerne sehen. Dann geht es wieder quasi zurück über Chile und Peru hoch nach Costa Rica und nach Panama. Und von dort aus geht es dann nach Orlando, weil ich in die Universal Studios möchte. Ich rede immer nur von mir, als ob ich das immer nur alles möchte. Mein Freund möchte das natürlich auch. Ins Disneyland. Beziehungsweise es ist ja die Disney World, ne? In die Harry Potter Welt, alles, was da ist, wollen wir gerne mitnehmen. Dann für ein paar Tage nach New York und von dort aus, das ist dann Mitte Dezember, nur so als zeitliche Einordnung, geht es dann für einen Monat nach Neuseeland. Da starten wir im Norden und dann geht es mit einem Camper runter, 4 Wochen lang. Und von unten fliegen wir dann nach Asien, um genau zu sein, nach Singapur. Und alles, was in Asien kommt, da werden wir so 8 Wochen ungefähr Zeit haben, planen wir spontan. Also das ist so die Route. Südamerika, ein Mini-Teil der USA, Neuseeland und dann Asien. Ja, also ich glaube, uns wird da auf jeden Fall nicht langweilig. Ich werde auch natürlich, wenn es losgeht oder wenn es alles ein bisschen näher, kommt, wenn noch mehr Infos da sind, die ich gerne teilen möchte. Entschuldigung.
werde ich das mit so einer Sirene natürlich ankündigen und dich da auch sehr gerne mitnehmen. Jetzt gerade sind wir halt noch mitten im Planen. Und es kam auch die Frage auf, wie teuer sowas ist. Ich kann es dir jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil wir noch nicht alles gebucht haben. Aber es ist schon natürlich teuer. Es ist nichts, was man für 2000 Euro irgendwie machen kann. Aber es ist ja auch immer ein bisschen die Frage, was für ein Budget man sich so überlegt und was für Ansprüche man auch hat. Wir werden jetzt nicht irgendwelche krassen Luxushotels uns buchen, das können wir uns nicht leisten. Aber wenn man über Airbnb ein bisschen schaut, wenn man schaut, dass man auch auf dem Landweg reist mit dem Bus oder so, dann geht das in vielen Ländern auch. Und beispielsweise in Asien kann man wirklich auch sehr, sehr günstig reisen. Je nachdem, wie gesagt, was für Ansprüche man hat. Und wir sind da eigentlich relativ entspannt. Solange ich ein Bett habe, was einigermaßen sauber ist, bin ich eigentlich schon happy. Was natürlich nicht heißt, dass man sich irgendwelche Spelunken oder so bucht, aber über Airbnb oder über was auch immer findet man eigentlich immer was, was man sich auch leisten kann. Ich kann aber später natürlich, wenn ich irgendwie das noch besser einschätzen kann oder vielleicht auch hinterher noch eher sagen, was man finanziell so einplanen sollte, ne? Ja. Genau, das ist so das, was ich dir auf jeden Fall zur Weltreise erzählen kann. Ansonsten muss man natürlich auch immer dran denken, dass Dinge wie Impfungen man bezahlen muss, beziehungsweise bei uns hat die Krankenkasse übernommen. Kommt drauf an, bei welcher Krankenkasse man ist. Man braucht ja auch ein bisschen was für so eine Reise. Wir haben halt noch voll viel von der letzten Reise quasi, was wir schon geholt haben. Also sowas wie einen dünnen Schlafsack, ein Vorhängeschloss, weiß ich, so ein Kram halt, ne? Ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, wie sehr dich sowas interessiert, aber da kommt halt natürlich vorher auch ein bisschen was zusammen, ne? Und das ist vor allem viel zeitlicher Aufwand. Aber es ist ja auch für eine extrem gute Sache. Es wird eine so schöne Zeit, da bin ich mir ganz sicher. Und ich freue mich schon richtig, richtig doll drauf. Und vor allem freue ich mich auch, dich so ein bisschen mitzunehmen. Weil ich glaube, dass es auch irgendwie, ja, von außen betrachtet vielleicht ganz spannend sein könnte. Mal schauen. Wie ist der Stand von deinem Buch für die Adventskalendergeschichte? Die Frage kam tatsächlich in letzter Zeit auch häufiger, weil ich vor, ich glaube, inzwischen 2 Monaten oder so mal gesagt habe, dass ich die Adventskalendergeschichte, die ich letztes Jahr für meinen Kanal hier geschrieben habe, auch als Buch rausbringen möchte, weil sich das so viele gewünscht haben. Und ich hatte dann sogar mal so vlogmäßig oder keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich da mal so ein Update gegeben, wie der Stand ist und habe dann nie wieder was dazu gesagt. Ich kann dir aber sagen, dass eine Freundin von mir gerade dabei ist, das ganze Innenleben zu gestalten. Sie ist Mediengestalterin, sie kann alles, was mit Buchsatz und so zu tun hat, hat schon ganz tolle Schriftarten und so rausgesucht, den Buchsatz gemacht und ist jetzt dabei, das Innenleben zu gestalten. Es soll natürlich auch schön aussehen, ist ja ganz klar. Und dann geht es irgendwann auch an die Außengestaltung. Also der Plan ist, dass es dieses Jahr als Buch, also im Self-Publishing quasi rauskommt. Es war jetzt nicht genug Zeit, also mal davon abgesehen, dass ich natürlich nicht weiß, ob es jemand genommen hätte, aber es war jetzt nicht genug Zeit, das einem Verlag zu geben und deswegen dachte ich, okay, ich will voll gerne, dass man es dieses Jahr sich kaufen kann, wenn man das möchte, damit man eben zur Weihnachtszeit vielleicht nochmal reinlesen kann, wenn man Bock drauf hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt hier alles in Eigenregie. Seit ich in meinen Videos auch ab und zu so ein Live-Update mit reingebracht habe oder erzählt habe, was ich so neben meiner Arbeit und YouTube eigentlich noch so mache, kamen auch ganz viele Fragen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und in dem konkreten Fall unter dem letzten Live-Update-Video kam auch öfter die Frage auf, ob ich nicht ein bisschen was zu der Ausbildung, die ich nebenbei noch mache, erzählen kann. Und das mache ich sehr gerne. Ich habe das irgendwie nie so richtig in den Videos gesagt. Ich habe voll oft vergessen, es überhaupt zu erwähnen, was ich voll krass finde. Weil ich immer dachte, naja, es ist nicht so jedermanns Sache, aber ich mache ja gerade nebenbei noch eine Ausbildung zur Achtsamkeits- und Meditationslehrerin. Und ich kann dir mal sagen, wie ich dazu gefunden habe, beziehungsweise wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Ich habe letztes Jahr so gegen Ende des Jahres gedacht, oh, eigentlich habe ich total Bock, mich auch so zertifiziert weiterzubilden. Nicht nur ganz viel Wissen so mir anzusammeln, sondern wirklich so eine Art Ausbildung zu machen oder vielleicht auch ein Mini-Studium oder so. Irgendwas, wo ich am Ende was in der Hand habe, wo ich auch lerne zu lehren und wo ich auch für mich eben lerne, ist es was ich mir auch vielleicht beruflich irgendwann vorstellen kann oder nicht. Und ich kann dir mal sagen, wie es abgelaufen ist. Ich lag so auf der Couch mit meinem Handy und dann habe ich eine Werbung bekommen bei Instagram von Maren Schneider. Und Maren Schneider hat eben so eine Online-Akademie, die hat zig Jahre Erfahrung in dem ganzen Bereich Meditation und Achtsamkeit, hat verschiedene Bücher auch darüber geschrieben und bietet verschiedene kleine Kurse quasi online und vor Corona zumindest auch offline an. Und da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und da gab es eben gerade so ein Angebot, dass man es zum halben Preis kriegt.
Das ist natürlich Marketingstrategie, ist mir klar, aber ich bin ja bei sowas, ich bin ja sofort angefixt gewesen und dachte, oh, voll cool, ich gucke mir das mal genauer an. Und habe dann gesehen, dass eben die ganzen Kurse, die sie einzeln auch anbietet, in einem großen Paket quasi zusammengefasst werden für diese Ausbildung, sodass man eben ganz viele verschiedene Module hat. Und ich habe mir gedacht, so, ganz ehrlich, du meldest dich da jetzt einfach an, du machst es jetzt. Und meine Schwester hat sich da auch angemeldet. Das ist alles online, also du kannst dir das zeitlich so einteilen, wie du möchtest. Und ich wurde auch gebeten, mal ein bisschen zu sagen, und das habe ich mir, ich habe mir das doch hier irgendwo aufgeschrieben, hier, was da so der Inhalt von ist, ne? Weil es ist ja immer die Frage, was stellt man sich unter Meditations- und Achtsamkeitslehre und so vor? Ich habe es mir aufgeschrieben. Du machst einen MBSR-Selbsterfahrungskurs, das bedeutet, dass du Mindfulness-Based Stress Reduction lernst, also dass du wirklich durch achtsames Verhalten im Alltag lernst, dein Stresslevel ein bisschen zu senken. Das ging 8 Wochen lang, das ist ein Selbsterfahrungskurs, das bedeutet nicht, dass ich das lernen kann, es bedeutet einfach nur, dass ich für mich quasi Methoden lerne, mit verschiedenen Situationen umzugehen. War mega, war richtig, richtig gut, war direkt am Anfang der Ausbildung. Frisst natürlich auch ein bisschen Zeit, das so zu machen und Energie, weil du im Alltag schauen musst, wie du in Situationen vielleicht mal anders reagierst. Aber es hat mir nachhaltig auf jeden Fall was gebracht, also es war echt cool. Dann gibt es einen Kurs in Selbstmitgefühl. Mindful Meditation, ganz viel Theorie auch zum Buddhismus, zum Thema Achtsamkeit natürlich noch ein ganz eigenes Modul. Und dann geht es im zweiten Teil dieser Ausbildung darum, hoppala, zu lehren, also wie du quasi Unterricht vorbereiten kannst, wenn du das denn machen möchtest, wie du Menschen das, was du dir an Wissen angeeignet hast, auch vermitteln kannst. Und der Teil fängt jetzt bald an und darauf freue ich mich richtig doll, weil ich bin jetzt seit über einem halben Jahr dabei. Ich glaube, jetzt knapp 7 Monate läuft es schon. Und es geht ein Jahr. Und Maren hat eben auch gesagt, und das kann ich sehr gut verstehen, dass sie nicht so einen Crashkurs machen will, wo du dir mal irgendwie 1, 2 Monate ein bisschen Stoff aneignest und dann gehst du los in die Welt, sondern dass du wirklich genug Zeit hast, das Gelehrte auch selbst anzuwenden. Weil du ja für dich eigentlich erstmal eine Routine entwickeln musst, schauen musst, was sagt mir zu, was sagt mir vielleicht nicht zu, bevor du eben andere, ja, lernen kannst. Und das finde ich wirklich. Fand ich vernünftig und dachte mir, okay, das mache ich. Und das ist das, was ich mache. Und es läuft so ab, dass du quasi jede Woche ein neues Lernfeld freigeschaltet bekommst. Zwischen den verschiedenen großen Modulen gibt es immer 1 bis 2 Wochen Pause, sodass man es mal sacken lassen kann. Und dann kannst du es dir einteilen, wie du möchtest. Dann gibt es Videos, dann gibt es Audiodateien, dann gibt es immer Übungen, verschiedene Meditationen, die du machst, verschiedene Übungen einfach. Und eben viel Theorie. Und so läuft diese Ausbildung ab. Und das mache ich eben neben YouTube und meinem Job. Deswegen bin ich auch manchmal mit den Videos in letzter Zeit so knapp dran, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Aber es macht mir wirklich Spaß. Also ich freue mich jedes Mal darauf, wenn die neue Woche freigeschaltet ist. Und so soll es ja im Endeffekt auch sein. Kommen wir jetzt wieder zu einer buchigen Frage. Und zwar zu der Frage, welches Buch mich zuletzt positiv überrascht hat. Fand ich eine süße Frage und ich kann dir sagen, dass es tatsächlich ein Buch war, was ich als Hörbuch gehört habe. Und zwar von Holly Jackson, A Good Girl's Guide to Murder. Ich blende dir das hier ein. Das habe ich ja jetzt schon in 2, 3 Videos erwähnt und ich habe auch schon ganz viel positive Rückmeldungen dazu bekommen von denjenigen, die es vielleicht selbst schon gehört oder gelesen haben. Und einige haben sich es auch abgespeichert und es geht um ein Mädchen, um eine Schülerin namens Pip, die einen Fall wieder hochholt, der eigentlich seit 5 Jahren quasi ruht. Es geht darum, dass ein Mädchen verschwunden ist und ermordet wurde und es geht darum, dass ihr damaliger Freund als Mörder quasi verurteilt wurde. Und sie glaubt aber nicht, dass es so war. Und dann fängt sie an, in diesem Fall rumzustochern und kommt relativ schnell dahinter, dass da irgendwas nicht so ganz zusammenpasst und dass einige Leute gar keinen Bock haben, dass sie weiter Fragen stellt und weiter darin stochert. Und ich habe das so gerne gehört. Ich bin jetzt in der Mitte vom dritten Teil. Ich habe wirklich im Rekordtempo den ersten Teil, den zweiten Teil und jetzt eben den dritten Teil gehört, weil ich so fasziniert bin von dieser Geschichte. Das ist halt so ein Mix aus Jugendthriller, und man hat so dieses True-Crime-Gefühl ganz doll, obwohl es ja trotzdem eine fiktive Geschichte ist. Mega. Ich bin davon so begeistert, wirklich. Das ist, soweit ich weiß, auch eine Trilogie. Zumindest stand jetzt beim dritten Hörbuch dabei, dass es so der Abschluss dieser Trilogie ist. Richtig gut. Also das kann ich dir empfehlen. Allerdings natürlich nur, wenn du Thriller magst, ne? Sonst ist es vielleicht nicht so deins, aber das hat mich richtig begeistert.
Hast du Tipps, auf welchen Plattformen man sich weiterbilden kann? Ich habe die Frage jetzt so ein bisschen abgewandelt, weil die so in unterschiedlichen Formen zu mir gekommen ist, weil ich im Live-Update-Video, also eigentlich sind alle persönlichen Fragen abgewandelt vom Live-Update-Video, aber ich glaube, es ist okay. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vielleicht mal teilen kann, wo ich so Zertifikate mache oder wo ich mich eben weiterbilde und was ich alles so schon gemacht habe. Ich glaube, dass es sich dazu irgendwann mal lohnt, ein eigenes Video zu machen, aber ich kann dir ein paar Plattformen nennen und ein paar Seminare oder Newsletter, die ich so habe, ja, weil ich in den letzten Jahren wirklich ein bisschen was ausprobiert habe. Ich habe mich bei Udemy angemeldet, schreibe ich dir in die Infobox, Udemy. Da gibt es ganz viele verschiedene Kurse, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und da gibt es auch ständig Angebote, ja. Also wenn du dich da anmeldest, ist es erstmal kostenlos, aber jeden Kurs, den du machen willst, musst du halt bezahlen. Und es gibt teure Kurse, aber ich habe immer abgewartet, bis es wieder irgendeine Sale-Aktion gab. Und ganz ehrlich, alle 2 Tage hast du irgendeinen Sale. Und ich habe, glaube ich, immer Kurse gekauft, die maximal 20 € gekostet haben. Nee, pass auf, der teuerste war 25 € und der günstigste, den ich gekauft habe, waren irgendwie 11,99. Und es sind dann eben unterschiedlich lange Kurse zu unterschiedlichen Themen. Ich habe zum Beispiel hier so einen Kurs gemacht zu Human Design Reading. Der hat, glaube ich, 12,99 oder so gekostet und ging dann 3 Stunden oder so. Du kannst dir das dann zeitlich auch so einplanen, wie du willst und kriegst auch so die PowerPoint-Präsentation und alles, kannst die Sachen mitschreiben. Dann habe ich einen gemacht zum Life Purpose Coach. Der hat, glaube ich, 20 € ungefähr gekostet und eigentlich kostet der halt irgendwie 200 oder so. Dann habe ich mir noch ein paar in den Warenkorb gepackt, die ich gerade noch mache, nämlich den Life Happiness Coach. Ich weiß, für manche klingt das albern, ja, aber ich finde es so cool. Ist halt auf Englisch, was ich da gemacht habe, aber es gibt auch Kurse auf Deutsch. Also der Human Design Reading Kurs ist auf Deutsch. Die ganzen Coach-Sachen, die ich mache, sind auf Englisch. Es gibt aber auch deutsche Kurse. Und ich kann dir mal sagen, wenn dich dieses ganze Coaching-Gedöns nicht interessiert, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, kann ich dir sagen, ich gucke mal direkt nach, ich habe hier diese App und nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich wünschte, es wäre so, aber nein. Kann ich dir mal sagen, dass es eben verschiedene Kategorien gibt. Persönliche Entwicklung, Business, Entwicklung, Finanzen und Rechnungswesen. Also mein Freund macht da immer so Finanzsachen. IT und Software, Design, Office-Produktivität, Marketing, Lifestyle, Fotografie und Video, Gesundheit und Fitness, Musik, Wissenschaft, Lehre. Es gibt alles. Also guck sie vielleicht einfach mal an, wenn du da Bock drauf hast, weil wie gesagt, sich da generell anzumelden ist kostenlos und dann kannst du ja mal ein bisschen rumstöbern. Das ist das eine, was ich dir empfehlen kann. Dann habe ich mich noch bei Skillshare angemeldet. Da habe ich tatsächlich auch für ein Jahr quasi einen Account bezahlt. Ich glaube, das war aber nicht so viel. Ich weiß es gerade nicht mehr. 40 € oder so. Ich habe so einen Rabattcode von einer anderen YouTuberin mir gemopst und dann habe ich mich da angemeldet. Das ist so ähnlich wie Udemy. Das ist auch vieles auf Deutsch. Manches. Wow, manches ist auf Englisch, manches auf Deutsch. Kannst du aber schauen, du kannst auch immer, wenn du das auf Deutsch machen willst, dir alles einfach nur auf Deutsch anzeigen lassen. Und da hast du dann aber alle Kurse quasi drin, ohne dass du sie extra bezahlen musst. Fand ich eigentlich auch ganz nice. Und ansonsten habe ich immer so ein bisschen einfach rumgeguckt online, so okay, welches Thema könnte mich interessieren? Gibt es vielleicht so Online-Seminare oder so Workshops oder einfach, dass man sich 2 Stunden mit irgendjemandem zusammenschaltet? Da habe ich bisher gemacht ein Vollmondritual mit so Journal schreiben. Dasselbe hatte ich noch mal nur so zum Journal schreiben. Das hat dann, glaube ich, 20 € oder so gekostet für 2 Stunden. Ich habe so ein Mond-Newsletter von Johanna Kramer. Da kriege ich immer schön E-Mails von ihr. Ist richtig süß gemacht. Ich habe von Sandy Mercier habe ich noch den Newsletter. Die schreibt unter dem Pseudonym Jule Pieper Bücher, die habe ich hier auch schon öfter gezeigt. Da habe ich den Newsletter abonniert. Von Diana Delo habe ich den Newsletter abonniert. Also ich habe alles Mögliche eigentlich so gemacht. Ich schreibe dir alles, was ich jetzt gesagt habe, von den Seiten und von den Newslettern einfach mal in die Infobox und komme jetzt zur nächsten Buchfrage, weil ich weiß immer nicht, wie spannend das so für alles. Ich habe auch schon mal überlegt, einen eigenen Kanal nur für diese Themen zu gründen, sodass ich den Buchkanal habe und den anderen, aber das wird vor der Weltreise nichts mehr, das kann ich dir sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, das danach zu machen. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, mal schauen. Kannst ja aber sagen, was du davon halten würdest. Wenn du jetzt bei dem Video noch dabei bist, kommentier doch gerne mal ein Herz. Freue ich mich. Die nächste Frage, die ich auch jetzt schon öfter gestellt bekommen habe, weil ich ja auch in letzter Zeit so ein paar Neuzugänge-Videos hatte, war, wie viele Bücher ich jetzt auf dem Stapel ungelesener Bücher habe. Und ich habe jetzt extra nicht durchgezählt, weil ich das nicht mehr machen will, aber ich kann dir sagen, dass es so an die 40 Bücher sind, plus minus
4, 5 Bücher. Ich bin fleißig dabei zu lesen, aber ich habe wirklich jetzt zum Geburtstag einfach auch wahnsinnig viel geschenkt bekommen. Und es waren alles Sachen, die mich richtig begeistert haben. Und da schließe ich einfach mal direkt die Frage mit an, was mein letzter Neuzugang war. Und ich kann es dir mal zeigen. Und zwar war es unter anderem dieses hier, Der Tod reist mit von Tom Hindle. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von einer ganz lieben Abonnentin. Hier geht es um die Endeavour, die 1924 übers Meer schippert. Es wird jemand ermordet. Mit an Bord ist jemand, der Scotland Yard-Ermittler ist, nämlich James Temple. Und die sind noch ein paar Tage von der Küste entfernt. Heißt, die schippern da übers Meer, es wurde jemand ermordet und sie müssen halt gucken, dass nicht noch sowas passiert. Und vor allem möchte er natürlich auch rausfinden, wer es war. Und das hat mir die liebe Mona geschenkt, weil sie gesagt hat, das hat sie so ein bisschen an Mord im Orient Express erinnert, jetzt rein vom Setting her. Beziehungsweise es war ja im Express, also im Zug und das ist auf dem Schiff. Aber ich glaube, dass das genau nach meinem Geschmack ist und deswegen freue ich mich darauf. Und das sieht hier auch von hier voll schön aus. Guck mal hier. Dem Schlüssel. Ja, das ist einer meiner letzten Neuzugänge gewesen. Eine Frage, die ganz oft kam und das fand ich so niedlich und schön war, wie geht es dir, Lena? Und ich kann dir sagen, dass es mir so viel besser geht als beispielsweise letztes Jahr. Mir geht's gut, ich bin happy mit meinem Leben, ich bin happy mit allem, was gerade so passiert und kommt und freue mich einfach auf so viele Dinge, die dieses Jahr noch passieren werden. Es gab schon wieder richtige Tiefpunkte in diesem Jahr, ja, aber ich glaube, die hat jeder. Und es gibt aber auch so viele schöne Höhepunkte in diesem Jahr. Und wenn ich mal zurückblicke, ich glaube, ich werde am Ende des Jahres mich wirklich mal ein paar Stunden hinsetzen und überlegen, was dieses Jahr eigentlich so Schönes war. Und weißt du, ich habe ja in dem letzten Video auch so ein bisschen von dieser ganzen Tumor-OP und so erzählt. Und dass ich mir seitdem denke, mach einfach alles. Und wenn ich überlege, was ich dieses Jahr dadurch schon alles gemacht habe, oh, freue ich mich einfach richtig doll. Ich habe das erste Mal zum Beispiel beim Muddy Angel Run mitgemacht. Das ist so ein 5-Kilometer-Hindernislauf, wo du so durch Matsch schwimmst und sowas, ja. Hätte ich ja freiwillig wahrscheinlich nie gemacht. Meine Freundin hat mich gefragt. Und das ist halt auch für einen guten Zweck, für Brustkrebsforschung und so. Und dann dachte ich so, okay, du bist unsportlich wie die Sau, aber ist egal, du machst das jetzt einfach. Und zwar so cool, weißt du. Und irgendwie merke ich so, wenn man vielleicht vor Sachen sich so ein bisschen sträubt oder denkt, oh nee, ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen sollte, dass es wirklich in den meisten Fällen, wenn man es dann macht, einfach cool ist. Und selbst wenn man hinterher merkt, oh, das war richtig eine blöde Idee, hast du trotzdem irgendwie was Neues ausprobiert. Und das ist was, was ich ja, gerade irgendwie noch mehr auskoste, als ich es eh schon gemacht habe. Und deswegen kann ich dir auch sagen, mir geht's gut, weil ich so viel Neues ausprobiere, so viel, weiß ich nicht, so viel auch einfach anders schätze als sonst. Also, mir geht's, ich würde sagen, zu 90% der Zeit sehr gut. Also vielen Dank für die Frage. Ich hoffe natürlich, dass es bei dir auch so ist, dass du eine schöne Zeit hast, einen schönen Sommer hast und wenn du das nicht haben solltest, dass du für dich Wege findest, damit gut umzugehen. Und So, und jetzt kommt noch eine buchige Frage und die Frage ist, welches Buch liest du gerade? Und das kannst du mir natürlich auch sehr gerne sagen, welches Buch du gerade liest. Ich lese gerade 2 Bücher, mancher meistens. Und zwar lese ich gerade dieses hier, da ist jetzt natürlich der Umschlag nicht drum, aber ich habe es auch falsch rumgehalten. Und zwar Capturing the Devil von Carrie Maniscalco. Ich habe schon so viel in Videos dazu gesagt. Mein Gott, ich bin gerade vollkommen überfordert, wie rum ich dieses Buch zu halten habe. Da meint man nicht, dass ich das Buch lesen kann, wenn ich hier so einen Affen mache, ne? Aber naja, ich bin jetzt auf Seite 70 bei Kapitel 9. Ich habe die letzten Tage hier jetzt nicht weitergelesen. Und das ist ja auch der Abschluss einer 4-teiligen Reihe. Deswegen sage ich dazu nicht viel, aber das lese ich gerade. Ich kann dir sagen, dass ich dieses Buch hier zugeschickt bekommen habe vom Verlag, weil ich ja Brianna Wiest liebe. Und ich habe mich so sehr gefreut, weil hier einfach eine Postkarte mit drin ist, die signiert ist. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe ein Autogramm von Brianna Wiest. Und ich bin ja echt nicht so die, die immer von allen irgendwie Autogramme braucht oder so. Aber darüber habe ich mich wirklich doll gefreut. Und das ist ihr neuestes Buch. Das ist ein Buch, was du eigentlich über ein Jahr verteilt liest. Und ich sehe gerade, dass hier noch die Klebereste sind. Weißt du, die Sticker und ich, wir kriegen das nicht mehr hin. Da mache ich den schon ab, damit keiner mit mir meckert. Und dann sind hier noch Klebereste dran. The Pivot Year, Zeit für inneres Wachstum. Und das ist wirklich so aufgebaut, dass du
das so in Tage unterteilt hast, dass du einfach jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag, wann auch immer du das machen willst, eine kleine Inspiration, einen kleinen Denkanstoß für den Tag bekommst. Ich wäre natürlich nicht Lena, wenn ich nicht einfach schon mir ein paar Tage durchgelesen hätte. Ich kann es nicht abwarten, weil ich will dir das Buch ja nicht erst in einem Jahr zeigen, sondern ich will es dir eigentlich jetzt empfehlen. Und ich finde es total schön und deswegen habe ich mir das morgens immer hingelegt. Ich habe morgens so eine kleine Routine, wo ich Ich habe so ein 6-Minuten-Tagebuch und da hast du immer morgens 3 Fragen und abends 3 Fragen, sodass du jetzt nicht mega viel Zeit dafür brauchst, aber trotzdem so ein bisschen dich in Dankbarkeit übst und so. Und da habe ich mir das daneben gelegt und lese dann einfach immer eine Seite morgens. Und bisher finde ich es wirklich schön. Mal ist was dabei, womit man richtig was anfangen kann. Mal sitzt man vielleicht da und denkt, ja, okay, ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Aber ich finde es richtig cool. Ich habe schon überlegt, ob ich hier ein bisschen durchfliege und mir halt mehr schon durchlese und es dann trotzdem so mache, dass ich jeden Tag eben was lese für ein Jahr. Aber dann dachte ich, oh, ich weiß irgendwie nicht, aber ich wollte es dir auf jeden Fall schon mal zeigen. Mir ist gerade mitten beim Reden eingefallen, dass ich noch 2 weitere Bücher rede und vor allem, dass ich noch was für dich habe. Denn ich wurde von dem lieben Robert interviewt für seinen Podcast. Den verlinke ich dir auf jeden Fall auch in der Infobox. Ich hoffe, ich komme mit den ganzen Infobox-Sachen klar, aber ich versuche an alles zu denken. Da reden wir nämlich unter anderem so übers Bloggen über Bücher, aber auch so ein bisschen über die Themen Inspiration, Glück und so weiter. Und Robert hat auch ein Buch geschrieben. Und zwar ein Science-Fiction Roman. Und du weißt ja, dass ich Science-Fiction eigentlich nicht so gerne lese. Und ich hatte ihm damals auch gesagt, ich weiß nicht und so, ich habe Angst, dass ich es nicht mag und dann muss ich dir sagen, dass ich es nicht mag. Und er hat es mir jetzt trotzdem mitgegeben und zwar Cuba, so sieht das aus, alles auf Anfang. Und bisher, ich bin jetzt zugegebenerweise erst bei Kapitel 2, also auf Seite 37, bisher gefällt es mir sehr gut. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Hier geht es darum, dass ein Asteroid einschlägt und dass es 2 verschiedene Spezies gibt, die gegeneinander ankämpfen, so Leben- und Todmäßig, und dass eine Person, nämlich die Hauptfigur, mittendrin ist und sich denkt, wow, was geht denn hier ab? Und Robert hat mir erzählt, dass er dieses Buch geschrieben hat, weil er damals, als er jetzt, also er liest nicht so viel, aber er meinte, er hat immer darauf gewartet, so eine Geschichte zu lesen, die schon sehr viel Realitätsbezug hat, aber eben trotzdem diesen Science-Fiction-Charakter. Und dann hat er einfach selber eine Geschichte geschrieben. Finde ich ziemlich cool. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, dass du, wenn du das Buch gerne haben möchtest, das versandkostenfrei bekommst. Ich packe dir das alles, was du brauchst, in die Infobox und natürlich auch den Link zu dem Podcast, falls du Lust hast, mal reinzuhören. Das lese ich jedenfalls auch gerade immer mal wieder. Und das wird sie, vor allem meine kleine süße Steffi freuen, mit der ich ja bei der Buchmesse war. Der verwunschene Fluss von Rebecca Russ. Das habe ich mir jetzt als E-Book gekauft. Ich hatte zuerst überlegt, es als Hörbuch zu hören, aber irgendwie dachte ich dann, oh nee, ich glaube, ich mir... Wow. Mir ist mein Handy runtergefallen. Ich hatte es hier vor mich gelegt auf so einen kleinen Tisch und ich habe richtig schön mit dem E-Book-Reader da so raufgehauen. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, ich will es lieber lesen, statt es zu hören, weil Steffi so von dem Schreibstil geschwärmt hat. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es lese, dann habe ich noch mehr ein Gespür dafür, wie der Stil ist, als wenn ich es höre, weißt du? Ja, jedenfalls lese ich das gerade auch noch. Die Geschichte handelt von Cadence. Es ist eine verwunschene Insel, wo verschiedene Magieformen herrschen. Die verschiedenen Elemente spielen da auch eine Rolle und das ist so ganz besonders beschrieben. Ich bin jetzt in Kapitel 4 und ich finde es richtig toll bisher. Und es geht darum, dass der Barde Jack zurück zu seiner Heimat gerufen wird, nämlich zu dieser Insel, wo er seit 10 Jahren nicht mehr war, weil immer mehr junge Mädchen verschwinden und natürlich die Bewohner dieser Insel rausfinden möchten, was passiert ist. Und dieser Hilferuf kommt ausgerechnet von einer Feindin von ihm. Die beiden sind eigentlich seit Kindertagen verfeindet, aber jetzt haben sie sich ja auch 10 Jahre nicht gesehen. Und die beiden sagen aber, okay, lass das Kriegsbeil begraben. Wir wollen jetzt wissen, was hier passiert und es stoppen. Und darum geht es in der Geschichte. Und Steffi hat auf jeden Fall recht gehabt. Zumindest kann ich das bisher von den paar Kapiteln beurteilen, dass es ein ganz besonderer Schreibstil ist und es macht mir echt Spaß, das zu lesen. Ja, das ist das, was ich momentan gerade lese. Hier ist ein bisschen was los im Hause Expecto Booktronum. So, ich hoffe, dieses kleine Q&A hat dir gefallen. Vielleicht hast du noch ein bisschen was Neues über mich erfahren oder du hast ein bisschen Buchinspiration bekommen. Sag mir doch gerne mal, ob du diesen Mix aus buchigen Fragen und privaten Fragen magst oder ob du lieber das eine oder das andere magst. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!